Ulrich Thierau ist Oberbürgermeister der Stadt Dortmund. Er ist stolz, seine Borussia ist Meister. Mindestens so stolz wie auf den Titel ist er darauf, dass Dortmund schon zweimal Hauptstadt des fairen Handels war und seit 2009 Fairtrade-Stadt ist. Ulrich Thierau findet, der faire Handel muss aus der Nische in die Mitte der Gesellschaft. Seine Jeans sind sein Markenzeichen. Natürlich sind sie fair gehandelt. Paul Stamm ist Vorstandsvorsitzender der Vereinigten Kirchenkreise Dortmund. Er kauft seinen fair gehandelten Kaffee im Eine-Welt-Laden. Der schmeckt und hat seinen Preis. Die Kaffeebauern müssen hart dafür arbeiten. Als evangelischer Christ meint er, dass sie dafür einen anständigen Lohn verdienen. Keine Almosen. Herr Stamm, Herr Thierau, kommen Sie bitte.